Im Süden der Dominikanischen Republik, in San Pedro de Macorís, am türkisblauen Wasser des Karibischen Meeres, wacht Francisco Batista streng über die Herstellung von Balmoral-Zigarren. Ich interessiere mich nicht so sehr für die Zigarrenproduktionsmenge. Was wirklich zählt, ist, dass jede Zigarre höchste Qualitätsansprüche erfüllt. So übertreffen wir die Erwartungen der Zigarrenfreunde auf der ganzen Welt. Vom Samen bis zum Endprodukt durchläuft unser Tabak zur Herstellung der perfekten Puro 300 Paar Hände. Wir sorgen dafür, dass jeder Schritt in diesem Prozess perfekt auf den nächsten Schritt abgestimmt wird. Nur so garantieren wir Einheitlichkeit und Perfektion. Wir stellen mit unserer Zigarre ein Kunstwerk her. Der angelieferte Tabak wird nicht sofort verwendet. Manche Ballen bleiben Jahre oder sogar Jahrzehnte lang unberührt. Außergewöhnliche Qualität kommt mit dem Alter. Der Masterblender entscheidet dann über den richtigen Zeitpunkt. Der Prozess der Zigarrenherstellung beginnt mit dem Befeuchten des Tabaks. So werden die Blätter biegsamer und können besser verarbeitet werden. Dazu besprühen wir die Tabakblätter sanft mit genau der richtigen Menge Wasser. Anschließend sortieren wir die Blätter von Hand, Blatt für Blatt. Jedes Tabakblatt wird von Hand nach Größe, Form, Struktur und Farbe sortiert. Unserer Meinung nach ist dies nur durch einen Menschen per Hand und durch eine Sichtprüfung zu erreichen. Tabak aus Brasilien und der Dominikanischen Republik ist nicht das einzige Unterscheidungsmerkmal von Balmoral. Ähnlich einem ganz besonderen von Hand gemischten Whisky darf der Tabak gemischt werden. Damit schaffen wir das perfekte Gleichgewicht zwischen Geschmack und Aroma. Der Tabak bleibt eine Weile in der sogenannten Hochzeitsbox liegen. Erst dann kommt der nächste Schritt, das Rollen der Zigarre. Nachdem sich die Tabakaromen in perfekter Harmonie vereint haben, kommt der Tabak zu den Buncheros, den Einlagevorbereitern. Er rollt drei Einlagentypen in ein Umblatt. Das ist die Rohzigarre, die Bunch. Diese legt er vorsichtig in eine Pressform. Jeder Bunchero kennzeichnet seine Bunches. Sie werden zweimal 10 bis 15 Minuten lang gepresst, damit sie die richtige Form erhalten. Aus Leidenschaft für Zigarren und dem Wunsch nach Qualität heraus wird jede Zigarre zuerst auf Zugqualität getestet, um dann für den letzten Schritt zu den Damen weitergereicht zu werden. Durch unsere Tests garantieren wir den perfekten Zug für jede Zigarre. Der letzte Schritt ist das i-Tüpfelchen der Perfektion. Obwohl es leicht aussieht, dauert es bis zu einem Jahr zu erlernen, wie man eine Zigarre so perfekt rollen kann wie sie. Das Deckblatt ist sehr empfindlich und trägt entscheidend zum Geschmack der Zigarre bei. Der Masterroller macht eine abschließende Qualitätsinspektion. Danach gehen die Zigarren in einen Reiferaum mit Zedernholzauskleidung. Balmoral-Zigarren verbleiben in diesem Raum, bis die perfekte Balance aus Geschmack und Aroma erreicht wird. Manchmal dauert der Prozess 6 Monate und in manchen Fällen noch länger. Nach dem erforderlichen Reifeprozess gelangt die Zigarre in den sogenannten Farbauswahlprozess. Alle Zigarren einer Kiste müssen die gleiche Farbe haben, um einen überragenden Eindruck zu machen. Zigarren, die unseren anspruchsvollen Qualitätsanforderungen genügen, verdienen das Gütesiegel. Diese Krönung wird sorgfältig an der Zigarre angebracht. Solch vorzügliche Zigarren sollten besonders geschätzt werden. Daher verwendet Balmoral nur bestes Material. Auch hier hinterlässt der Mitarbeiter seine Unterschrift, damit der Käufer weiß, wer jede seiner Zigarren geprüft hat. Wir wollen Spitzenqualität liefern. Um das zu erreichen, stehen wir als Team zusammen. Die weltweite Balmoral-Familie.